Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter und letzter Teil für heute. Das da sollte Heidelbeere sein. Das, glaube ich, ist die Brombeere. Das da müsste die Stachelbeere sein. Wie gesagt, bin kein Zoologe, kenne mich da nicht so gut aus. Hier haben wir noch eine zweite Heidelbeere, die ist ganz klein. Mit denen habe ich nicht so richtig Glück gehabt. Und dann müssten das die Johannisbeeren sein, die künftig uns erfreuen werden mit viel Vitamin C hoffentlich. Und hier hinten haben wir die sechs Erdbeerpflänzchen. Ich hoffe, die werden auch etwas werden. Sonne hat sich so halbwegs entwickelt. Also du siehst eh, wie der Himmel da ausschaut. Es ist halt so, wie es ist. Wir wissen, eines Tages wird das auch zu Ende gehen. We shall overcome. Wir werden auch dieses überwinden. Sehr spannende Dinge laufen derzeit und natürlich haben all diese Entwicklungen auch mit uns zu tun. Nona nicht. Wie es so schön heißt, wie innen, so außen, glaube ich, frei nach Hermes Trismegistus Kybalion. Also das bedeutet, dass es ständig einen Rückkoppelungseffekt gibt. Also dass einerseits logischerweise die Außenwelt uns ein bisschen beeinflusst, das merkt man zum Beispiel im Winter. Und umgekehrt können wir aber auch mit mentaler Kraft die Außenwelt beeinflussen. Für heute habe ich mir so ein bisschen als Intro gedacht, das Thema Selbstbild und Fremdbild. Selbstbild und Fremdbild ist idealerweise in Übereinstimmung. Jetzt bräuchte ich die zweite Hand, dass ich das zeigen kann. So wie eine Waage, die sich genau in der Mitte trifft, geht aber nicht, weil die rechte Hand brauche ich zum Filmen. Das ist der Idealfall. Das ist der Idealfall. Wir haben da noch Anspruch und Angebot. Also Anspruch, was ich mir erwarte, und das Angebot, was mir die Gesellschaft, die Familie, die Umgebung oder wer auch immer bereit ist zu geben. Hier hören wir schon eine gewisse Diskrepanz heraus, weil der Anspruch der meisten ist viel größer als das Angebot. Ich weiß, Deutschland sucht den Superstar, da wurde natürlich absichtlich provoziert, da hat man absichtlich eher weniger Talentierte auch immer wieder hineingebracht, um sich eben lustig machen zu können, wegen des Unterhaltungswertes dieser Show. Das ist sozusagen alles so geplant gewesen. Nur bei manchen hatte ich wirklich den Eindruck, die meinen das ernst, auch wenn sie nicht wussten, dass sie sozusagen für diese Zwecke gebraucht werden. Aber es war beeindruckend. Also das heißt, psychologisch betrachtet sind das doch Tragödien, die immer wieder hier irgendwie laufen, weil das kleine Menschsein, das ganz normale kleine Menschsein, das ist schon lange nicht mehr genug. Früher hat man mal gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, und heute lautet die Devise, also unter den Ministerposten macht es mein Bub nicht, also, so schaut es einmal aus. Ja. Ich setze mich mal hier auf so ein Gittersetzel. Ja, der Setzel kommt vom Setzen. Und mein Bub muss unbedingt der Minister werden, das ist einmal das Mindeste. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, vielleicht winkt auch ein Posten als UN-Generalsekretär, man weiß es nicht. Ja. Also das heißt, dieses Thema, wie es früher geheißen hat, glaube ich, Großmannssucht, dieses Thema ist schon beachtlich geworden. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt für mich eine Art, einerseits Sinnkrise und andererseits auch eine Art bewusster Irreführung. Früher mal, ich möchte das früher nicht zu sehr idealisieren, ja, weil es keine ideale Zeit war. Aber es waren halt gewisse Punkte, menschlich betrachtet, gar nicht so schlecht. Ja. Ein Handwerker war zum Beispiel stolz auf das, was er in seinem Tagewerk geschaffen hat. Oder zum Beispiel, wo er einige Tage daran gearbeitet hat oder bei größeren Projekten, von mir aus Wochen. Ja. Er war stolz darauf und er hat sich bemüht, das Beste zu geben, was er konnte. Das ist durchaus spirituell, weil wenn jemand sein oder ihr Bestes gibt, wir haben schon Fliegen, dann heißt das, ich bin sehr stark im Hier und Jetzt. Mich interessiert nicht, was hier ist, mich interessiert nicht, was da ist. Ich habe hier diesen Job zu tun, egal wie der jetzt ist.
aber ich mache ihn. Und das bewirkt, dass ich auf der einen Seite Selbstvertrauen habe, dass ich weiß, ich kann etwas, ich kann mich auch auf mich verlassen. Und auf der anderen Seite wird auch die Umgebung mir gegenüber sehr positiv gestimmt sein. Also das heißt, wenn man damals einen Tischler, oder ich glaube in Deutschland heißt das Schreiner, es kommt wahrscheinlich vom Schrein, wenn er mal daneben gehobelt hat, dass ein Schreiner, Tischler, Holzarbeiter, dass der gewusst hat, ich kann was, und die anderen ihm das Angebot gemacht haben, okay, du bist wirklich jemand, ein Meister, der in seinem Fach arbeitet. Das habe ich bei alten Werkstätten immer wieder gesehen, alleine diese, wie heißt das, Schwalbenschwanzverzahnung, diese, du weißt ja, diese Verbindungen der Tischler, also wenn da Holz verbunden wurde, oder in alte Dachstühle, habe ich mir auch gelegentlich anschauen dürfen, noch gehackte Dachstühle, muss man sagen, alle Achtung, aus Holzstämmen rausgehackt, alles mit der Axt, Wahnsinnsarbeit, können wir uns heute gar nicht vorstellen, was damals geleistet wurde. Warum konnten die Leute das damals leisten? Weil sie im Hier und Jetzt waren. Er hat gewusst, er ist Tischler, und das wird er voraussichtlich bis ans Ende seines Lebens bleiben. Karrieremöglichkeit, naja, vielleicht ist er Meister geworden, aber das war nicht sicher. Die meisten waren halt als Gesellen tätig. Und heute ist es so, uns wird den jungen Leuten der Eindruck vermittelt, du kannst alles werden. Ja, Minister ist das Mindeste. Genau. Ja, ich glaube, da läuft ja jetzt derzeit diese Befragungsaktion bei gewissen Gruppierungen. Wollen Sie Minister werden? Wenn ja, dann bitte hinterlassen Sie uns eine Telefonnummer. Büt. Ja, das läuft gerade, dieses Projekt zum Thema Qualifikation. Qualifikation hängt nicht mit Qualen zusammen, sondern mit Qualität. Und sie quälen uns aber. Sie quälen uns aber mit ihrer Breitbandinkompetenz. Wie kann das sein? Naja, es sind sehr, sehr viele Menschen am Werk, welche einen großen Anspruch haben. Ja? Welche glauben, sie wären Chefs, es aber nicht sind. Und interessanterweise bringt ihnen das System aber doch ein Angebot entgegen, dass sie in dieser Chefposition agieren dürfen. Das ist dann bemerkenswert. Das ist sehr bemerkenswert. Selbstbild, Fremdbild. Wenn dann jemand, ja, der eine gewisse Qualitätsschranke nicht überschreitet, ein großes Angebot bekommt, glaubt diese Person tatsächlich, großartig zu sein. Und das ist dann sozusagen für mich der Ausgangspunkt einer, na Moment, ich muss linksdrehen, gell? Abwärtsspiral ist ja linksdrehend, hinauf ist es ja rechtsdrehend. Es soll ja auch laut Energiefluss oder Feng Shui, wie man es nennt, korrekt sein. Was bedeutet das letztendlich? Dass wir jetzt in dieser Zeit des Erwachens und der Transformation, ja, weil es transformiert sich jetzt gewaltig viel, dass wir jetzt in die Verlegenheit kommen, dass Leute, die tatsächlich etwas können, dass die dann auch Positionen bekommen, die ihrem Können entsprechend passen. Was macht die sozusagen die alte Garde, diejenigen, die Günstlinge, die, man sagt Vitamin B dazu, das heißt die Protektionskinder, die Neffen, wie wir es zum Beispiel, Nepotismus kommt ja dazu, Nepos ist, glaube ich, hängt mit Epos, glaube ich, zusammen, oder mit Neffen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, Nepotismus ist, glaube ich, bei uns so eine Art Staatsreligion geworden, und sind sie wer, mit wem, von wem kommen sie denn, gell? Sind sie mit wem verwandt? Ach so, sie sind der Neffe vom Land des Schakler, der ist ja bitte, wenn sie hineinkommen, was wollen sie, was brauchen sie? Ja, das kennen wir alles bei uns, das nennt man, wie gesagt schon, Vitamin B. Also das heißt, es kommt nicht auf die Qualifikation an, sondern es kommt auf die Bekanntschafts-Verwandtschaftsverhältnisse an. Anspruch und Angebot. Und das Angebot für die, naja, sagen wir es mal Nomenklatura, ja, Nomenklatura. Das Angebot für die Nomenklaturisten wird sich in naher Zukunft deutlich verknappen, und ihre Qualitätssicherungsbeweise, die sie ja über Jahrzehnte abgeliefert haben, kommen jetzt allmählich immer mehr und mehr ans Tageslicht. Wie wir heute im Horoskop auch gesehen haben,
glaube ich, sieben Planeten, ja genau, drei oben, vier unten, sieben Planeten im dritten Sektor, das spricht schon sehr viel für das Herauskommen von vielen und starken Informationen. Und da gibt es ja diesen Ausspruch, ich habe das heute im Zusammenhang mit dem Geld erwähnt, dass es jemanden, vielleicht auch im irlmeierschen Sinn, an den Kragen geht. Ja? Das ist ja damals eine häufige Verwendung gewesen. Damals war man ja mit dieser Form der Bestrafung, glaube ich, schneller bei der Hand. Das wissen wir, wenn der Herbst gekommen ist. Man wollte sich vor sozusagen Parasitismus im Winter schützen und hat hier sehr grauenhafte Maßnahmen gesetzt. Und wie gesagt, es könnte sein, dass es jetzt nur im sprichwörtlichen Sinne gewissen Kreisen an den Kragen geht, ob ihrer herausragenden Qualifikationen, ob ihrer herausragenden Leistungen. Aber im Sinne von sich etwas leisten, also sich etwas herausgenommen haben. Und die Frage stellt sich aber für uns alle. Das heißt, wenn diejenigen, die ja eigentlich in dem Sinn nicht Schuldige sind, weil es meines Erachtens Schuld in dem Sinn gar nicht gibt, ja, sondern es gibt halt nur eine sehr verzahnte Erfahrungskultur, in der wir uns drinnen befinden, so eine Art Räderwerk an Erfahrungsmechanismen, dann lässt dies natürlich auch auf uns Rückschlüsse zu, weil diese Dinge hängen ja nicht sozusagen alleine im Raum herum, sondern, wie es so schön heißt, jedes Land hat diejenigen oben, welche es verdient. Und mit verdienen würde ich eher sagen, welche energetisch passen. Ja, letztendlich passen sie ja alle energetisch zu uns. Das heißt, auch hier bei uns kommt es immer wieder zu hohen Ansprüchen, zu viel zu hohen Ansprüchen. Und ich brauche nicht weit schauen, ich brauche nur bis zu mir schauen. Ja? Bei mir war es auch so, ich hatte leider viel zu viele, viel zu lange Jahre überzogene Ansprüche und das Leben hat mir in dem Sinn keine Angebote gemacht. Wir haben viele, viele, viele tausend junge Leute an Universitäten studieren lassen. Weil eben mein Bruder, der, also mein Nächster muss am Ende sonst werden, also unter dem geht es einmal gar nicht. Ja? Also das heißt, der Sohn, der zum Beispiel handwerklich sehr geschickt wäre, der ein guter Handwerker geworden ist, der musste eben aufgrund des elterlichen Drucks zum Beispiel Jurist werden. Hat sich quasi mehr schlecht als recht durchs Studium gekämpft, hat es irgendwie geschafft und dann kriegt er irgendwo einen Posten. Aber sein Ehrgeiz ist enden wollend, weil er zum Beispiel gerne, ich erwähne jetzt wieder den Tischler, weil Holz ist ein relativ angenehmer Werkstoff, den auch jemand bearbeiten kann, der jetzt nicht so geschult ist, weil ich meine, ich brauche nur zum Beispiel Eisen nehmen, Verarbeitung von Eisen, ich kann es nicht, ich kann nicht schweißen und nur schrauben und bohren ist dann letztendlich auch nicht lustig, aber Holz ist so eine Art Universalwerkstoff und in der Werkstatt zu Hause, da bastelt er gern mit Holz. Das macht ihm Spaß. An Karriere will er gar nicht denken. Er hat jetzt studiert, er hat seinen Job und das war's. Auf was möchte ich hinaus? Uns wurde auf breiter Ebene etwas vorgemacht. Du kannst Karriere machen, du kannst groß rauskommen, du kannst jemand werden, du musst jemand werden. Das kleine Sein, dieses kleine Menschsein ist zu wenig. Da muss mehr drinnen sein. Und genau das, genau dieses Schema haben wir im realen Satanismus überall. Warum im realen Satanismus? Naja, ganz einfach. Satanismus sagt immer, dass du so wie du jetzt bist, der, die du jetzt bist, nicht in Ordnung ist. Kommt dir das bekannt vor? Ich meine, ich denke jetzt nur kurz so an Religionsgemeinschaften. Das ist nur so ein schräger Gedanke gewesen, gell? Wo uns immer wieder gesagt wird, ja, Gott ist nicht zufrieden mit dir. Du musst dies und jenes Buße tun und dieses und das. Und du musst immer irgendwas machen. Weil das Einzige, was nie in Ordnung ist, ist das Jetzt. Siehst? Und das ist in der kosmischen Lehre, bei den kosmischen Zusammenhängen, ist dieses Jetzt das Einzige. Ja? Das ist ja das Schräge. Das Jetzt ist das Einzige, was jetzt existiert. Das ist schräg, oder? Und alle Systeme, alle bauen davon auf, alle profitieren davon, alle nutznießen davon. Nassauern, glaube ich, kann man auch sagen. Dass du
mit dem jetzigen Moment, mit dem jetzigen Zustand, mit deinem Leben, mit der Situation, wie sie sich darstellt, nicht zufrieden bist. Also Zukunft. Irgendwann wird alles einmal besser sein. Dort hinten, dort ist das Paradies, aber wichtig ist, du musst weiter. Weiter, schneller, höher, mehr, reicher. Siehst du? Was ist mit unseren Autos geworden? Kannst du dich noch erinnern? Da gab es doch diese VW-Käfer, glaube ich, mit 34 PS. Dann gab es den Renault 5, glaube ich, mit dem 900 Kubikzentimeter Motor, auch mit 34 PS. Aber der ist ordentlich, der ist ordentlich. Da haben wir einen Sebring-Auspuff raufgegeben und ja, das Gerät ist gewaltig abgefahren. Also unglaublich, ja. Aber du kannst dich erinnern, 34 PS. Könntest du dir heute vorstellen, dass ein Auto heute mit 34 PS angeboten wird? Ich meine, ja, vielleicht okay, wenn er mit Batterie betrieben ist. Aber nein, Scherz beiseite. Also das heißt, auch im Straßenverkehr, ich komme halt aus der Branche. Und es ist immer mehr geworden, immer mehr, immer größer. Der Größenwahn ist immer größer geworden. Der Größenwahn und irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist der Egoismus sozusagen an seine Grenzen geraten. Und jetzt haben wir den Effekt. Möglicherweise sind es Millionen. Ich meine, Deutschland, Österreich, Schweiz bezogen, also im deutschsprachigen Raum. Ganz sicher sind es Millionen junger Leute, die studiert haben, denen Hoffnungen gemacht werden. Ihr werdet es einmal ganz, ganz weit hinaufbringen. Ganz weit, ganz da oben auf die Pyramide von Gizeh oder wo auch immer. Ja? Und Visoko, oder wie heißen die dort? Mit diesem Dr. Osmaganovic, was auch immer. Ja? Und das System zerbröselt. Das heißt, und alle finden sich am Boden der Realität. Ja, der Boden der Realität ist immer sehr hart und er ist immer sehr unbequem. Und das Schlimme dabei ist, ich meine, wir hatten heute bei den Zahlen noch die 26, dass man auf einmal selber Hand anlegen muss. Ja, dieser Daumen hat schon mit dem Hammer etliche Schläge kassiert. Ja, wenn man viele Nägel einschlägt, dann kommt er halt einmal aus. Aber tja, der Hammer ist auch dann vor Wut, hat sich irgendwo immer dann eingepackt. Aber macht nichts, das ist so das Risiko, wenn man nicht genau visiert. Ich bin halt kein Großvisier, es ist halt so. Ja? Und selber Hand anlegen. Ja, die blauen Flecken, die Schnitte, die Kratzer, die Schürfwunden. Wenn man das erlebt hat, wenn man sozusagen sich der Herausforderung stellt, eine Konservendose auch einmal selber zu öffnen, ja, gibt ja, soll es ja, soll der vorkommen, ohne Vollvisierhelm und ohne Schutzhandschuhe, ja, ohne Sicherheitsgurt, nichts, so freihändig eine Konservendose öffnen, ja, ich weiß, wenn dann der Ring, den hältst du, kreisch, hier ist ein Ring, die Dose ist aber noch zu, ja, kommt vor, dass der Ring abreißt, was dann? Du weißt doch, was ich hinaus möchte. Wir haben Millionen junger Menschen herangezüchtet, die, ich möchte das Wort lebensuntüchtig nicht in den Mund nehmen, aber es grenzt daran. Ja? Es grenzt, da gibt es ja im Deutschen einen sehr boshaften Ausdruck, aber den will ich hier nicht zitieren, dass man für gewisse Tätigkeiten halt sozusagen schwer geeignet ist. Und jetzt haben wir diesen dramatischen Paradigmenwechsel und das ist psychologisch ein riesengroßes Problem. Ein riesengroßes Problem. Da werden alle Psychotherapeuten dieser Welt nicht ausreichen, weil erstens einmal wird die sich keiner leisten können und zweitens werden wir dann andere Probleme haben. Die Leute werden auf den Boden der Realität wieder herunterkommen. Den Boden der Realität. Die Bescheidenheit und was dann hier angeboten wird, ich zeige darunter, weil da können zum Beispiel, was könnte ich hier anbauen? Ich hab Dinkel, glaube ich, aber der ist nicht mehr der Jüngste, aber vielleicht kann ich mal probieren, dass der keimt. Ich werde mal ein paar Dinkelkörner ansetzen, vielleicht keimen ein paar. Und dann kann ich hier ein bisschen Dinkel anbauen. Ja? Kann man probieren. Und dann merkt man, wie viel Arbeit hinter einem Laib Brot steckt. Hinter einem. Und dann merkt man, was, wenn man es selber anbaut, ein Kilo Paradeiser wirklich kostet. Nicht aus Massentierhaltung, was nicht, Paradeiser, Massenpflanzenhaltung oder was auch immer, sondern selber angebaut. Hui, jeden Tag gießen, jeden Tag kümmern,
Parasiten, naja, okay, die Paradeiser haben wenig ungeziefert, das passt. Aber beim Apfelbaum wissen wir, jeder Apfel hat sein Würmchen. Das ist leider Bioqualität. Das ist halt ein Qualitätsmerkmal, dass man sich den Apfel halt teilen muss, weil da schon vorher jemand drinnen sich gütlich getan hat. Aber so ist das halt. Ja? Und jetzt kommt für viele dieses Erwachen in der Realität. Ja, natürlich wollen sie die Virtualität erhöhen und sie wollen jetzt uns alle zu virtuellen Cyborgs umschreddern und umdingseln und wir sollen das sozusagen umgeklont werden, aber ich weiß nicht, ob das so richtig gelingen wird. Und vielleicht bei einigen wird es gelingen, aber viele werden sozusagen hier am harten Boden der Realität ankommen. Das ist eine heilsame Krise und dann bringt man die Dinge auch wieder ins rechte Licht. Wie ich heute, glaube ich, in einem Videoteil, ich weiß nicht mehr welchen, gesagt habe, wenn sich jeder nur um sich selber kümmert, jeder sozusagen kümmert sich um seinen eigenen Mist, wenn jeder schaut, dass es ihr oder ihm gut geht, wenn jeder einen vollen Magen hat, wenn jeder erfüllt ist, ja, und erfüllt bin ich nicht, wenn ich viel Geld habe, sondern erfüllt bin ich, wenn ich irgendetwas erschaffen habe oder etwas für mich Befriedigendes getan habe, dann bin ich zufrieden. Das hat mit der Menge des Geldes überhaupt nichts zu tun. Und wenn wir uns wieder diesen Realitäten stellen, wenn wir sozusagen hier in dieser Realität wieder ankommen, so schön oder so hässlich, so traurig, weil den Kirschbaum werden wir umschneiden müssen, traurig, ich habe ihn sehr gern gehabt, so traurig das für uns ist, aber das ist Realität. Ich könnte jetzt hier bei diesem Thema, glaube ich, noch eine halbe Stunde weiterreden. Möchte ich aber nicht. Ja, jetzt ist Wochenende und du willst deine Ruhe von mir haben, das weiß ich schon. Und genug geschwurbelt für heute, aber da könnte man noch sehr, sehr viel drüber reden und sehr viel drüber nachdenken. Das wäre zum Beispiel auch ein guter Punkt für eine Meditation. Sozusagen nach den Sternen greifend, wump, auf der Erde aufgeschlagen. Ja, das wird halt jetzt bei einigen Karriereplänen so laufen. Ob es gut so ist, weiß ich nicht. Aber es ist faktisch und das ist kraftvoll. Die Kraft des Faktischen. Faktisch ist, wir haben heute Vollmond. Ja, wir beginnen schon zum Neumond zu gehen. Und faktisch ist, dass du um 19.50 Uhr durch deine Meditation über Liebe, Harmonie, innere Ruhe, Freude ist der Motor von dem Ganzen und Frieden. Frieden braucht man im Osten ganz dringend. Das gar kein Thema. Frieden, die sollen verhandeln, die sollen, oder wenn sie Boxhandschuhe anziehen, ist auch gut, sollen sie Boxkämpfe machen, ja? Sollen sie gegenseitig ausboxen, wer sozusagen dann wohin darf oder warum nicht oder warum auch immer. Ja? Aber du gestaltest mit deinen mentalen Kräften hier mit. Du bist zum Mitgestalter, zur Mitgestalterin geworden. Und das ist gut so. Das heißt, erwachsen werden und nicht immer nur gelebt werden. Leben statt gelebt zu werden. In dem Sinne, bitte wieder ein paar Minütchen positive Energien auf Neudeutsch Good Vibrations in die Matrix einspeisen und du wirst sehen. Ja, okay, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das und es kommt etwas sehr, sehr Gutes dabei heraus. Aber wie gesagt, die Ansprüche werden doch deutlich niedriger sein, als wir uns das wahrscheinlich auch selber erwartet haben. Und Bescheidenheit hat eigentlich noch niemanden geschadet. In dem Sinne, alles Liebe und vielleicht sehen wir uns morgen um 13 Uhr am Gisübel. Ende.